Hallo. Hallo, Samapan. I'm wondering that you know my name. Ich frage mich, woher du meinen Namen jetzt kennst. You want to know the secret of my psychic abilities? Willst du das Geheimnis meiner No, you can keep that. Cool, huh? Ist doch klasse. Fascinating. Yeah. Faszinierend. This is how I can look like a smart guy when I'm not, you know? So kann ich wie ein kluger Kerl aussehen, obwohl ich es gar nicht bin. Ich mag das. Yeah, I feel I'm new here and I got curious what it feels like to sit here. Ich komme mir hier so neu vor und ich war neugierig, wie es sich wohl anfühlt, hier zu sitzen. That's it's a new voice now. Das ist jetzt eine neue Stimme. Yeah, my other voice had to go to the toilet. Ja, meine andere Stimme musste aufs Klo gehen. I want to find out where it comes from. Ich will jetzt aber rausfinden, wo sie herkommt. Okay, maybe it's about not wanting to control everything and stuff. Vielleicht geht's darum, nicht kontrollieren zu wollen. This morning I felt so emotional and still there is something. Heute Morgen fühlte ich mich so emotional, auch jetzt noch. Ist so viel los da drin. And these quick changes about feeling good and feeling back in some old drama again. Und so schnelle Veränderungen. In einem Moment fühle ich mich gut und dann wieder bin ich in diesem Drama. You found him. Du hast ihn gefunden. So I'm getting a few pieces together. Yeah. Langsam dämmert es mir so ein bisschen. What I like to tell you is that I live in Berlin with a 17-year-old son. Ich lebe in Berlin mit einem 17-jährigen Sohn. And yesterday, right now he's in India. I brought him to the airport yesterday. Jetzt ist er gerade in Indien. Gestern habe ich ihn zum Flugplatz gebracht. And that's where I had met his father. Dort bin ich seinem Vater begegnet. 18, 19 years ago. And, vor 18 oder 19 Jahren. For 9 years his father moved away from Berlin, where we lived, moved to this place. Und vor 9 Jahren ist sein Vater aus Berlin weggezogen, dorthin. And somehow it feels like a circle. He's now there, where his parents had met. Und irgendwie fühlt sich's an, als wäre so ein Kreis geschlossen. Jetzt ist er dort, wo seine Eltern sich begegnet sind. And I feel, maybe when he comes back, something might have changed. And anyway, he's getting grown up slowly, slowly. Now. Ich frage mich, ob sich wohl was verändert haben wird, wenn er zurückkommt. Außerdem wird er langsam groß. Langsam. He's taller than I am now, so that's quite. Er ist jetzt schon größer als ich. Groß. Bin. I'm getting the old problems again about me feeling small, which ich kriege jetzt wieder diese alten again, Probleme. Again, quite successful, I managed to put that down. Probleme, wo ich mich klein fühle und ziemlich erfolgreich halte ich das immer unten. That's interesting. Das ist ja interessant. What's it like to feel small? Wie ist das denn, sich klein fühlen? Well, actually, it doesn't exist often. Das ist eigentlich gar nicht so oft. No, right now. You're not gonna get out of that so easy. Come on. So leicht lasse ich dich nicht davon kommen. Just close your eyes. Schließ deine Augen. Just welcome this. Begrüße das.
Wie ist das? I feel a fear or ideas about getting hurt. Ich fühle Angst oder Vorstellungen, dass ich verletzt werde. Okay. Just welcome the fear. Let the ideas go. Lass die Vorstellungen los und heiße die Angst willkommen. Where do you feel the fear in your body? Wo in deinem Körper fühlst du die Angst? Yeah. Give me a lot of attention here. Wende dich dem liebevoll zu. Feels like I don't know where to go. Es fühlt sich so an, als wüsste ich nicht, wo ich hin soll. Then don't go anywhere. Dann geh nirgendwo hin. Be here. Sei hier. Right here. Ruhe hier. Now with no idea. Ohne Vorstellung. Just experience this 100%. Erlebe das 100%ig. Scheiße. Yeah. Like I don't want it. I feel like a lot of stubbornness. And ich fühle, dass ich es nicht will. Ich fühle Sturheit. It feels anyway impossible to do. Where is this no? Where is this? Where do you feel this no? Wo ist dieses Nein? Wo fühlst du dieses Nein? Mitten im Kopf und in den Armen. In the head and in the arms. Okay, good. Gut. Then just feel this in your arms. Dann fühl das in deinen Armen. No. Nein. I don't want this. Das will ich nicht. No. Nein. Yeah. Maybe. Na, vielleicht. Yeah, exactly. Genau. Exactly. Genau. It's like always the same pattern. That. Okay. Als wäre es jedes Mal das gleiche Muster. Let it go. Lass es los. We don't have to worry about patterns. Wir brauchen uns wegen Mustern keine Gedanken machen. Too much work. Das ist zu viel Arbeit. I feel vulnerable and I start crying a bit and and later on I. Ich fühle mich verletzlich, fange an etwas zu weinen und hinterher muss ich dann wieder hart sein. Right. In Ordnung. You're beautiful, you know. Du bist wunderschön, weißt du? No. Nein. Something like that, I just feel like I want to fight or something. Wenn ich sowas höre, dann habe ich das Gefühl, als würde ich kämpfen wollen oder so. Of course. Natürlich. When you're really, really vulnerable. Wenn du wirklich
wirklich verletzlich bist, dann siehst du so schön aus. So ist es. Wenn du kämpfst, wenn du versuchst zu kontrollieren, dann that's something else. Das ist was anderes. Just being this little girl. Einfach dieses kleine Mädchen sein. So vulnerable. So verletzlich. I mix up verletzlich und verletzt. In German the words are so close. Hurt and vulnerable. In German the words are very close and I mix them up. Yes. Ich verwechsle immer diese Worte. Yeah, it's important. The feeling is close. The feeling swaps from one into the other. Das, die Gefühle, die beiden sind sich so nah. When we're vulnerable, we're hurt can happen here. Wenn wir verletzlich sind, kann Verletzung geschehen. No control, da ist keine Kontrolle. No defense. Kein Schutz. Got these ideas of anger or revenge about the old wounds, hurts. Ich habe diese Vorstellungen, mich wegen den alten Wunden zu rächen. Is there anything wounded? Ist irgendwas verwundet? Yeah, I wonder about the heart, like. Ja, vielleicht das Herz. Is your heart broken? Ist dein Herz gebrochen? Might be a bit damaged. Ja, vielleicht ein bisschen beschädigt. I like the words of one song. They say, you know, when your heart is broken open. Ich mag den Text von diesem einen Lied, wo es heißt, wenn das Herz aufbricht. That's what we need all das brauchen wir ständig. You know, to let our heart be broken open. Zulassen, dass unser Herz aufbricht. It hurts like hell. Es tut verdammt weh. You know, it's great. Aber es ist großartig. I'm too afraid of that. I feel more secure too. Now and then. Davor habe ich Angst. Ich fühle mich anders sicherer. Immer nur ab und zu. Ein kleines bisschen. A little bit. This is what we learn, you know. We learn to be small. We learn to not feel. Ja, so haben wir das gelernt. Wir lernen klein zu sein. Wir lernen nicht zu fühlen. To build a castle around us and lots of armament. Eine Burg um uns herum aufzubauen mit sehr viel Schutz und Rüstung. But it just makes us limited. Aber dadurch sind wir sehr begrenzt. You know, when you're as big as you are. Aber wenn du so groß bist, wie du bist, you can feel everything. Dann kannst du alles fühlen. Really everything. Wirklich alles. Once you learn the secret. Wenn du dieses Geheimnis einmal gelernt hast. It doesn't damage to feel. Dann schadet es nicht, es beschädigt nicht, wenn man fühlt. Quite the opposite. Ganz im Gegenteil. Welcoming the feelings just makes us more able to be who we are. Die Gefühle willkommen zu heißen, macht uns dann sogar nur noch fähiger, das zu sein, was wir sind. I can easily cry with the other stories and then I get mixed up. I don't know what are my feelings. Oh.
Die Geschichten der anderen bringen mich sehr leicht zum Weinen und dann werde ich sehr verwirrt. Was sind denn meine Gefühle? Well, either all your feelings or none of your feelings. Ja, entweder sind alles deine Gefühle oder nichts von all dem sind deine Gefühle. Same. Das ist das Gleiche. All the feelings in the world are my feelings. Alle Gefühle der Welt sind meine Gefühle. And they're not personal. Und die sind nicht persönlich. They don't personally belong to anybody. Die gehören niemandem persönlich. This is what it's like to be human. So ist das Mensch zu sein. To feel all these various feelings. All diese verschiedenen Gefühle zu fühlen. We like to feel the nice ones. Die angenehmen, die fühlen wir gerne. And then we put the others down. Und die anderen machen wir schlecht. And whenever I feel like stuck with a feeling, that means that I'm not really accepting it. Ja. Und wenn ich bei einem Gefühl das Gefühl habe, dass ich feststecke, dann heißt das wohl, dass ich es nicht wirklich akzeptiere. Ja. Good observation. Das ist eine gute Beobachtung. The moment you accept it, in dem Moment, wo du es akzeptierst, then the feeling is free. Ist das Gefühl frei. Then it's free to leave. Dann ist es frei zu gehen. It's also free to come back. Es ist doch frei wiederzukommen. Like the feelings are messengers. Die Gefühle sind Botschafter. They have messages for us from the divine. Die haben Botschaften für uns vom Göttlichen. There are messengers, there are guides. Es sind Botschafter, es sind Führer. When we stop seeing them as the enemy. Wenn wir aufhören, sie als den Feind zu sehen. Yeah. I mean, the good feelings also. Auch die guten Gefühle. We do something weird with the good feelings too. Auch mit den guten Gefühlen machen wir es irgendwie komisch. We don't feel them either. Auch die fühlen wir nicht. We go into a story with them. Wir gehen mit ihnen in eine Geschichte. Go into some dream. In einen Traum. Then with the bad feelings we go into another story. Und mit den schlechten Gefühlen gehen wir in eine andere Geschichte. To a nightmare. In einen Albtraum. But we don't feel either one. Aber keins von beiden fühlen wir. We're afraid to. Wir haben davor Angst. Ja. Because if I feel love. Denn wenn ich Liebe fühle. If I feel joy. Wenn ich Freude fühle, wenn ich Vergnügen fühle. With no idea. Ohne Vorstellung. Ja. Then my capacity to feel just expands. Dann dehnt sich meine Fähigkeit zu fühlen aus. But I can't feel the joy and the love without feeling all the other feelings I don't want to feel. Aber ohne auch all die anderen Gefühle, die ich nicht fühlen will, zu fühlen, kann ich auch die Liebe und die Freude nicht fühlen. The ones that are stuffed in the cellar. Die anderen Gefühle, die im Keller versteckt sind. No, because they want to join the party. Die wollen auch bei der Party dabei sein. Now you mentioned the word nightmare, and I had this morning, I woke up, I had funny, a bit yuck dream that I had a hair or something in my mouth, and I tried to find it and pull it out, and there came pearls like a chain, and more, and a whole... whole necklace? What? Necklace? Yeah, more of a little... carpet or a little... Du sagtest gerade so ein Albtraum. Also ich hatte heute Morgen einen ganz seltsamen Traum. Ich hatte irgendwie im Traum ein Haar im Mund, versuchte dieses Haar rauszuziehen. Hab's nicht ganz erwischt, aber irgendwann kam dann so in einer verbunden eine Perle nach der anderen. Das ging immer weiter. Oh. It was not precious pearls or something. It was more like plastic, some crap. Nichts Kostbares, einfach nur so Plastik. Irgend so ein Kram. It has something to do with... With whatever comes out of my mouth. Ich dachte, vielleicht hat das was mit dem zu tun, was aus meinem Mund rauskommt. Then my friend who brought me here told me I should bring my violin.
Und die Freundin, die mich hierher mitgebracht hat, sagte, ich solle meine Violine mitbringen. Since months I felt like a bit frustrated, like I'm not such crap what I'm doing. Seit Monaten fühlte ich mich frustriert. Ich dachte, was ich da mache, ist blöd. And this morning I felt like playing here and it was so. Heute Morgen wollte ich dann spielen und es war so neu. Do you have it here? Hast du sie dabei? You'll play? Willst du was spielen? And only in the bathroom I play. Nur im Bad. But not under the shower. Nicht unter der Dusche. Maybe I would like to play, but vielleicht würde ich doch gern spielen. Sure. Bin mir nicht sicher. I have microphones that extend out in the bathroom. Der Techniker meldet, dass er Mikrofone hat, die bis ins Bad reichen würden. Nein, close the door. Dann kann ich auch die Türe zumachen. Yeah, if you feel like playing, just talk to Michael. Wenn du gerne spielen würdest, dann wende dich an Michael. Feels like I rather like to cry a bit. Es fühlt sich so an, als würde ich lieber etwas weinen. Feels like I find a way to to feel my heart again or something for the music with the music. Es fühlt sich so an, als würde ich hier eine Möglichkeit finden, mein Herz wieder zu finden mit der Musik. And at the same time with colleagues, there's something going on about doing everything right and knowing everything better. Bei den Kollegen ist so ein Ding im Laufen, dieses alles richtig machen, alles besser wissen. There's none of that going on here. Nur sowas gibt es hier nicht. I find it hard to combine to get that together. Es ist schwer für mich, die beiden zu kombinieren. What together? Was willst du zusammenbringen? This professional stuff and this open feeling of diese professionellen openness. Dinge und dieses Gefühl der Offenheit. It's like you're playing the violin, you're just playing for God. Wenn du Violine spielst, spielst du einfach für Gott. Whether you play in the bathroom or you play here. Ob du im Bad spielst oder ob du hier spielst. There's no professional and there's no amateur. Da gibt es keine Profis und keine Amateure. Just this. Nur das. It had always a lot to do with being alone. When I was a child, it was my island where I could be with myself. Es hatte immer viel mit Alleinsein zu tun. Als Kind war das so meine Insel, dass ich beim Üben alleine sein konnte. And
It's intense. Es ist intensiv. I'm learning so much. Ich lerne so viel. And it's quite humbling. Und es macht mich demütig. Yes, it is. Ja, so ist das. Before I came here, I thought a question that I would really have would be how to trust life. Bevor ich hierher kam, dachte ich, die eine Frage, die ich wirklich habe, ist, wie kann ich dem Leben vertrauen? And then this morning, yesterday I was so edgy and it was so painful. And then this morning I felt like, wow. Gestern fühlte ich mich so daneben und das war so schmerzhaft und heute Morgen fühlte ich, wow. The pain can really guide. Der Schmerz kann wirklich führen. I was like yesterday when I was so off, I felt like, oh my God, maybe I'm not a good disciple. Als ich mich gestern so daneben fühlte, dachte ich, vielleicht bin ich keine gute Schülerin. So much fear that I would lose it all somehow. Und da war so viel Angst, dass ich irgendwie alles verlieren würde. I know there, but my heart still gets in turmoil. Mein Herz gerät da immer noch in Aufruhr. Your heart? Dein Herz. Look in the middle of your heart. Schau in der Mitte deines Herzens nach. Try turmoil here. Ist hier Aufruhr? Just in the body. Es ist nur im Körper. Sure. Natürlich. But the turmoil is always here. Dieser Sturm ist immer hier. Not in the heart. Nicht im Herz. It only we get body sensations because of these thoughts. Wegen diesen Gedanken bekommen wir körperliche Empfindungen. But the body is fine. Aber im Körper ist alles in Ordnung. The heart of hearts is fine. Das Herz der Herzen ist in Ordnung. It's quiet here. Hier ist es ruhig. No good disciple here, no bad disciple here. Hier ist keine gute oder schlechte Schülerin. Nobody here at all. Hier ist überhaupt niemand.
what to do. Was soll man da machen? Yeah, anyhow, I'm so good today. You know? Great. Wie dem auch sei, heute geht's mir gut. I'm glad. Da freue ich mich aber. Ja, now I understand why this floor is blue, you know. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Pfade hier blau sind. Teppiche da. Because I was sitting there and my heart was bursting again like a hell and I thought, yeah, it's really like jumping in the flow of life. Ich saß da und mein Herz war wieder fast am Zerplatzen und ich dachte, ich springe in den Fluss des Lebens. If you go in the queue or, wenn man you in die Schlange geht. It's really... And yeah, it's anyhow very amazing that I'm here again. Es ist sehr erstaunlich, dass ich wieder hier bin. And it's so amazing what is happening, that the direction changes so fast. Es ist so erstaunlich, dass sich die Richtung so schnell verändert. And for me this is really something. Das ist schon was für mich. To go with the flow. Diesem Fluss zu folgen. Yeah, and I had a wonderful New Year start sitting here in the meditation room. Ich hatte einen tollen Anfang im neuen Jahr. Ich saß hier im Meditationsraum. After a while, Jaya gave me a seat. Nach einer Weile hat Jaya mir einen Platz gegeben. And it was a seat, you know, I couldn't see you. The chair was completely on the edge. Und es war so ein Platz, wo ich dich nicht sehen konnte und der Stuhl fast von der Matratze flog. And it was, everything was just upside down. Alles stand so auf dem Kopf. My fingernail was broken. Und mein Fingernagel war kaputt. Also in earlier times, I would have been fighting and freaking. Früher wäre ich da ausgeflippt und hätte gekämpft. And this was so wonderful for me, for the first time, a new understanding about accepting more and more. Und es war total wunderbar für mich, da kam ein neues Verständnis über Akzeptanz. And then it was just so okay. Es war so total okay. To sit on this chair. Auf diesem Stuhl. Auf diesem Stuhl zu sitzen. Like a drop in the... Als würde ich gleich umfallen. Completely out of order and... Völlig daneben. It doesn't matter, nothing. Und es ist egal. And this is for me really the point of the points. Not to change, there's no need to change the circumstances. Das ist wirklich voll der Punkt für mich, dass es nicht nötig ist, die äußeren Umstände zu verändern. And that you can even be in peace with this. Selbst damit kann man in Frieden sein. Even this. Sogar damit. So I also don't need to bring my father on a different place. Also muss ich auch meinen Vater nirgendwo anders hinschleppen. He can have this experience wherever he is. Er kann diese Erfahrung haben, wo auch immer er ist. There's no need to, you know, somehow. Nichts ist nötig. Ja. Actually, I wanted to talk days ago about this relationship issue from me. Ich wollte schon vor ein paar Tagen mit dir über dieses Beziehungsthema reden. But this, there is an answer. This answer is for everything. Aber da ist eine Antwort, die für alles gilt. Because it never worked for me to find since my relationships are finished. Seit 9 Jahren, seit meine Beziehungen zum Ende gekommen sind, gab es nur noch Affären. And none of the men stayed. Keiner dieser Männer blieb. And you, isn't that lucky? Yeah, it's ist lucky, das nicht ein yes. Riesenglück? Yes, ja, genau. And I can see this now, das you kann know? Ich jetzt so sehen. You wrote that to me. You das said hast du mir ja geschrieben. You said, it's obvious, isn't it? Du sagst, das ist doch offensichtlich, oder nicht? Life has other plans for you. Das Leben hat mit dir anderes vor. Than to be happy forever with a man. Du sollst nicht für immer glücklich mit irgendeinem Mann sein. And I thought, yeah, what other plans life has? Was hat denn das Leben wohl für andere Pläne für mich, dachte ich. But to make these discoveries. Aber diese Entdeckungen zu machen. Like today. Wie heute.
These are the other plan. Das sind die anderen Pläne. And I would never be able if I'm involved in a relationship. Und wenn ich so in einer Beziehung drin hinge, ginge das nie. Ja. Yeah. So this was a very nice start in the new year. Das war also ein wunderbarer Beginn des neuen Jahres. Hallo. Ich dachte, ich versuche mal meinen zweiten Anlauf. I thought I'll try again. Nachdem ich gestern die halbe Zeit geheult habe, abends beim nach Hause fahren und heute Morgen auch wieder. Yesterday when I was driving home and also this morning I was crying half the time. Jetzt merke ich nur, das, was so dominiert ist, irgendwie das Klopfen hier im Bauch. And right now what's dominant is the beating in the belly and here. Ich habe eben auch schon die ganze Zeit dann da reingespürt und es war immer nur noch, ich merke nur dieses Pulsieren im Bauch und ja, hier. Also when I was sitting there, I was feeling into this and there was only this pulsating in the belly and up here. Restlessness. Jetzt kommt mein Kopf wieder und sagt, ich wollte doch was sagen und erzählen. But now the head comes in and says, there was something you wanted to talk about and share. Ja, Kopf kommt wieder. The head comes back. Ich weiß nicht, ob er Ruhe gibt. I don't know if he will be quiet. So what's the issue? Um was geht's denn? Ein bisschen habe ich auf die Frage gehofft. I was hoping you would say that. Also momentan geht irgendwie so bei mir ziemlich viel ja, gefühlsmäßig rund. Irgendwie. I'm in this emotional rollercoaster. Die Arbeit ist ein so ein Punkt, das andere ist mit meinen Eltern. The work is the one issue and the other thing is with my parents and my mother. Ich weiß gar nicht, ob ich von meinen Eltern so was erzählen soll. Also, sie werden immer älter und es geht ihnen immer schlechter. Und I don't know if I should even share about my parents. I mean, they get more and more old and they feel more and more bad. Und es geht darum, dass es irgendwie, was weiß ich, ob sie in betreutes Wohnen oder so übergehen und dann das Haus aufgeben und irgendwie. And now the issue is if they go in a home and give up their house or. Wessen Thema ist das? Ja, das ist eigentlich das Thema der Eltern. Actually, it's the issue of the parents. Und ich kann das auch gut so bei, für mich, wenn ich für mich bin und zu Hause bin, auch so bei ihnen lassen. When I'm at home, when I'm alone, I can just let it be their issue. Nur
wenn dann, wenn ich entweder bei ihnen bin, also zu Besuch, oder wenn ich einen Anruf von meiner Schwägerin oder von meinem Bruder bekomme, werde ich irgendwie so in diese Geschichte wieder reingezogen. But when I'm with them, when I'm visiting them, or also when I'm getting a phone call from my sister-in-law or from my brother, then I get pulled into the story. Dann war das letztens auch wieder, hatte meine Schwägerin angerufen und ich merkte dann so richtig, wie sie dann in den ganzen Gedanken ist und ihre Sorgen und Panik und ihr Verdammt. It happened the other day that my sister-in-law called and I could really see how she's in her thoughts and worries and the panic in her mind. Und irgendwo, was weiß ich, dass sie mich so als Komplizin haben möchte und ich merkte dann so richtig innerlich, so eine Unruhe machte sich wieder breit. And I felt that she wants me as her by her side, but I just felt this restlessness spreading in my body. Und so das Gefühl, oh, das wird mir jetzt zu viel. And the feeling that everything's too much for me. Aber ich kann dann auch nicht aufhören. But I also cannot stop. Also ich höre dann einfach zu, aber ich merke diese Unruhe. Und I mean, I do listen, but I notice the restlessness. Und dann hinterher beschäftigt es mich den halben Tag. And afterwards I'm busy with this half the day. What's the purpose of the contact with your family? Wieso hast du Kontakt mit deiner Familie? Ja. Irgendwo mag ich sie und irgendwo liebe ich sie und I like them somehow, I love them somehow. Okay. In Ordnung. You love other people? Liebst du andere Leute? Auch, ja. Yes, also. Do you feel responsible for the other people? Fühlst du dich für die anderen Leute verantwortlich? Nicht immer. Not always. Ja, so ein Ding ist auch, dass mit meinem Chef irgendwie so, wenn er auch in seinen Geschichten ist und dann das bei mir quasi so ablädt, merke ich dann auch wieder so, uff. The same thing is happening with my boss, when he's in his stories and he just kind of gets rid of them on me and I feel the same restlessness. Sure. Klar. Und irgendwie, ja, komme ich mir dann so ein bisschen schutzlos vor. Ich merke zwar innerlich, es gibt so Abwehr und so. I feel a little bit unprotected. I mean, I do notice this defense inside. What good does it do for you to pick up these people's garbage? Für was ist es gut, wenn du den Müll dieser Leute auf dich nimmst? That's the question. Das ist die Frage. Ja, manchmal habe ich auch so das Gefühl, so der Mülleimer zu sein. Yes, it feels like I'm the rubbish bin at times. Yeah, yeah, that's what it looks like. Ja, so sieht's aus. Ja, für mich ist es nicht gut. It's not good for me. That's very good to see. Es ist sehr gut, das zu sehen. Now. Jetzt. What can you do to make your life good? Und was kannst du nun tun, um dein Leben gut zu machen? Dein Leben so zu machen, dass es gut ist? Ja, ich denke, da ist immer noch was irgendwie, das, was weiß ich, die liebenswert oder gute Tochter oder Schwester oder wie auch immer zu sein. There is still the good girl, the pleasing daughter or sister or whatever. What good is the good girl? Und für was ist diese liebenswerte Tochter oder das gute, das brave Mädchen gut? Who is this good for? Für was ist das gut? Ja, ich glaube dann irgendwie geliebt zu werden. Then I believe that I'm loved. Is it true? Stimmt das? Are these people capable of loving? Sind diese Leute fähig zu lieben? Does love come from the outside? Kommt die Liebe von außen? Vielleicht glaube ich das, ja. Maybe that's what I believe. Well, look and see. Schau doch mal nach. You've been looking out there for it all your life. Du hast dein Leben lang da draußen danach gesucht. Have you ever found it? Hast du sie jemals gefunden? Nicht wirklich, also nicht permanent, nicht konstant. Not really. Not constant, as a constant.
Also irgendwo ist halt immer wieder so dieses, das ist eigentlich nicht genug. Somehow there's again and again this, it's not enough. What's not enough? Was ist nicht genug? Ja, was ich brauche. What I need. What you need is infinite. Was du brauchst, ist unendlich. What you can get on the outside is like little crumbs. Und was du von außen bekommen kannst, ist wie kleine Krümel. Ja, so kam mir das auch immer vor. Yes, that's the impression I got. So, how about just tuning into this infinite love? Wie wär's denn dann damit, dich in diese unendliche Liebe einzuklinken? And be true to this. Und dem treu zu sein. Instead of running after this illusion out there. Anstatt dieser Illusion da draußen hinterher zu rennen. Ja. Do you dare to be true to yourself? Traust du dich, dir treu zu sein? Das ist es. Ja. Ja. Da ist nur was, was mich hält. There is something still that's holding me. Irgendwie noch sowas, dass ich das nicht kann oder nicht darf oder. Something that I can't do this or that I'm not allowed to do this. This is tough. This is really fucking tough. Das ist hart. Das ist verdammt hart. Ja, this is a major issue in your life. Das ist ein Hauptthema in deinem Leben. No small thing. Das ist keine Kleinigkeit. Ja, irgendwas zieht dann immer noch so, ah, lieber vielleicht doch nicht und dann. Something is still pulling and says, ah, maybe not. What if you died just right now, this moment? Was wäre, wenn du jetzt sterben würdest? Einfach jetzt in diesem Moment. That would be okay, wouldn't it? Das wäre in Ordnung, oder? I mean, your parents would somehow manage their lives, your sister-in-law, your brother. Und deine Eltern würden ihr Leben irgendwie hinkriegen, auch deine Schwägerin, dein Bruder und dein Chef. They'd kind of muddle through like normal. Die würden sich irgendwie halt so durchwursteln, wie immer halt. Ich hätte meine Ruhe. And I would have my peace. That'd be cool, huh? Das wäre doch toll, oder? Yeah. Irgendwo schon, ja. Somehow yes. Yeah. So, now we take one more step. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. A giant leap. Ein Riesensprung. Can you allow yourself to live? Kannst du dir erlauben zu leben? Ja, wie? How? Radically. Radikal. Live your own life. Leb dein eigenes Leben. This is the issue that I faced in my life. Das ist das Thema, dem ich mich in meinem Leben gestellt habe. My father died when I was 15. Mein Vater starb, als ich 15 war. Yeah. Nobody really made him wrong for dying. It's like, okay, he died, too bad. Dafür, dass er starb, hat ihn eigentlich niemand als falsch hingestellt. Es hieß nur, schade, der ist gestorben. He couldn't figure out any other way, you know. Ihm ist keine andere Möglichkeit eingefallen. He was in the same kind of dilemma. Er war im gleichen Dilemma. He couldn't manage to take care of himself. Er hat es nicht geschafft, sich um sich zu kümmern. He was taking care of everybody else. Er hat sich um alle anderen gekümmert. And he just got really tired of it. Und es wurde ihm so leid.
myself the same question. Also habe ich mir die gleiche Frage gestellt. Okay, if I died, everybody in my life would somehow manage. Wenn ich jetzt sterben würde, dann würden alle in meinem Leben irgendwie zurechtkommen. Mm. That was obvious, yeah? Das ist offensichtlich. I mean, life goes on. Das Leben geht weiter. Life goes on without us. Das Leben geht ohne uns weiter. Doesn't need this person. Es braucht diese Person nicht. Hm. Ja, wo komme ich ohne die anderen aus? Can I manage without the others? Ah. What do you get from the others? Was bekommst du von den anderen? What do they give you? Was geben die dir? Ja, etwas Zuneigung. Affection. A little bit of affection. A little bit of affection. Etwas Zuneigung. Ja. Ja. Yeah. How about giving yourself all the affection you need? Wie wär's denn damit, dass du dir selbst die ganze Zuneigung gibst, die du brauchst? You're the one that can do it. They can't do it. These are all handicapped people. Du bist diejenige, die das tun kann. Die können das nicht tun. Das sind lauter Behinderte. But you can give yourself affection 24 hours a day. Aber du kannst dir selbst 24 Stunden am Tag Zuneigung schenken. What you're doing up till now is the opposite. Und was du bis jetzt getan hast, ist das Gegenteil. You're depriving yourself of the affection that's here. Du enthältst dir diese Zuneigung, die hier ist, vor. Looking for it outside. Du suchst sie außen. Mm. What I'm suggesting to you is really, really radical. Was ich dir vorschlage, ist wirklich radikal. It's unmöglich. Ja, danke. Also ich merke, es sind noch so Widerstände irgendwie. Yes, I can notice the resistances. Yeah. The resistances are totally understandable. Der Widerstand oder die Widerstände sind auch völlig verständlich. What I'm suggesting is totally against all of your programming. Was ich vorschlage, geht komplett gegen deine ganze Programmierung. Mm. Absolut. Absolutely. Ich weiß nicht, ob mir der Mut jetzt dazu fehlt. Maybe the courage is lacking. You think so? Glaubst du? Ich weiß es nicht. I don't know. I think you have all the courage you could possibly need. Ich glaube, dass du all den Mut hast, den du brauchst. Mhm. It's only about getting somehow re-sorting something. There's some funny computer virus that's, you know? Es geht nur darum, irgendwas wieder richtig hinzudrehen. Irgendwie ist ja, da so ein komischer ja. Computervirus. Ja. Ist noch in den alten Bahnen irgendwie. Yes, it's still in the old passages. I can feel it. In the old passages, there's nothing else possible other than more of the same. In den alten Bahnen ist nichts anderes möglich, nur noch mehr von dem Gleichen. Oh, you could get sick. Du könntest krank werden. Just or and you could die. Und you know? Dann könntest du sterben. That's the only two pathways out of this, according to your programming. Wenn du in deiner Programmierung bleibst, sind das die einzigen beiden Auswegmöglichkeiten. But even if you got really, really sick, you'd still feel guilty for not taking care of the others. Und selbst wenn du wirklich krank würdest, würdest du dich trotzdem noch schuldig fühlen, dass du dich nicht um die anderen kümmerst. Es gibt so diesen Gedanken manchmal irgendwie, weiß ich nicht, was ich, krank zu werden oder sonst irgendwie, weil ich das Gefühl habe, das anders nicht zu schaffen. Yes, there is this thought that I have to get ill because I can't manage any other way. Mm.
I'm suggesting that you can manage another way. Und ich möchte dir nahelegen, dass du es doch anders schaffen kannst. I'm suggesting that you're intelligent enough to live your own life. Ich meine, dass du intelligent genug bist, dein eigenes Leben zu leben. Just turn your back on all these people. Wende all diesen Leuten einfach den Rücken zu. They're not your responsibility. Die sind nicht deine Verantwortung. You did not sign a contract when you were born. Du hast, als du geboren wurdest, keinen Vertrag unterzeichnet. You know, they don't let infants sign contracts, you know? Babys dürfen gar keine Verträge unterzeichnen. But somehow, slowly, they convinced you that you signed a contract. Aber irgendwie haben sie dich ganz langsam davon überzeugt, dass du einen Vertrag unterschrieben hast. And it's like, it's inconceivable for you to not honor this contract. Und nun ist es undenkbar für dich, diesem Vertrag nicht treu zu sein. It's not your contract. Es ist nicht dein Vertrag. You never signed it. Du hast ihn nie unterschrieben. Ja. Ich weiß, auf der einen Seite stimmt es und trotzdem sind da immer noch so. I know on the one hand that this is true and yet there is still this. This is interesting, isn't it? I've got this touches all of us. Denn es berührt uns alle. Yeah. This unwritten, unspoken contract. Dieser ungeschriebene, unausgesprochene Vertrag, that we all feel obliged to, dem wir uns alle verpflichtet fühlen, taking care of our old parents, uns um unsere alten Eltern zu kümmern. You know, life, nowhere else in life does this happen. Nirgendwo sonst im Leben geschieht das. You don't see animals doing this. You don't see young animals taking care of their aged parents. Ja. Bei den Tieren kann man das nirgendwo beobachten. Man sieht nicht die kleinen, die jungen Tiere, wie sie sich um die gealterten Eltern kümmern. And they don't go to old folks' home either. They just die. You know? Und die gehen auch nicht ins Altersheim. Die sterben einfach. Ja. They lose their teeth. They starve to death. It's okay. Wenn sie ihre Zähne verlieren, dann verhungern sie. Das ist in Ordnung. Ja, irgendwas ist da schon, ich weiß nicht, also sehr radikal. Yes, something about this is very radical. Yeah, totally radical. Es ist total radikal. We have to be radical to get free from this tyranny. Wir müssen radikal sein, um von dieser Tyrannei frei zu werden. Ich weiß es noch nicht, aber... I don't know yet, but... Muss ich, glaube ich, sagen lassen. I need to let it sink in. That's good. Yeah. Stop now. Let it sink. Das ist gut. Wir hören uns auf und du lässt es sacken. For my new name. Yeah. Es trifft absolut zu. It just hits the point. Eben vom Kopf ins Herz zu kommen. To come from the head into the heart. Ich wollte gestern schon hierher kommen. I had already wanted to come up yesterday. Dann dachte ich mir, du weißt sowieso alles. And then I thought you knew everything anyway. Aber dann jetzt spontan dachte ich mir, ja, jetzt gehe ich nochmal her. But now spontaneously I thought I want to come now. Und wollte nur das Wichtigste nochmal, also was ich so erlebt habe auf diesem Retreat, berichten. And I just wanted to report the most important things that I've experienced on this retreat. Was mich sehr berührt hat, ist hier in dieser Gruppe, wie die Leute
sich so öffnen und alles so. Das ist so berührend, also. What touched me so very much in this group is how all the people open up so much. It's very touching. Und ich bewundere unglaublich, wie du das machst. And I totally admire how you do it. Ich hatte vorgestern nach dem Abendsatsang. Today, no, 2 days ago after the evening satsang. Noch im Kaminzimmer, auf dem Sofa gesessen. I was sitting on the sofa in the room with the fireplace. Ziemlich lange Zeit und dann. I was sitting there for a long time. Habe ich die Augen geöffnet, dann waren nur noch wenige Leute da. When I opened my eyes and there were only a few people left. Ich habe mich dann hingelegt. When I laid down. Und dann geschah, dass die Energie, ich weiß nicht, ob sie von oben nach unten oder von unten nach oben durch den Körper, durch das Herzzentrum. When something happened with the energy, I don't know if it was from the top to down or from down to up, but the energy went through the body, through the heart center. Und dann bin ich ziemlich schnell in mein Bett gegangen. And then rather quickly I went into my bed. Und im Bett habe ich dann gespürt, habe ich dann gesehen, also das war wie so ein ganz sanfter Tsunami, der da stattgefunden hat. And then in the bed it felt like a very gentle tsunami happening. Ich habe dann das Wasser gesehen. I saw the water. Und wie die Grenzen alle, so das sind Sachen rumgeschwommen, die jetzt zerstört wurden und so weiter. And how the boundaries. Aber es war, things were floating around, things that had been destroyed. Aber es war sehr sanft. But it was very gentle. Und jetzt weiß ich nicht, wer das alles aufräumt. Now I don't know who cleans up the mess. Ich habe dann das Leben gespürt, also das Leben. Und das Leben war einfach ganz real. Also es ist einfach so, wie es ist. Es ist da. And then I could feel life. Life. It was very real. It just is the way it is. It's just here. Und ich dachte, das Leben wird es schon machen dann. So I thought life will take care of this. Life arranges everything. Das Leben arrangiert alles. All the little details. Alle Klitzekleinigkeiten. Ich habe noch einen Punkt, den ich immer wieder, auf den ich immer wieder stoße. And I have another point that I come at again and again. Ich, wenn zusammen mit jemandem im Zimmer bin dann nachts und when I'm sharing a room with someone like now and I'm together with this person in the room in the night. Ich weiß, dass ich dann laut rede. I know that I'm talking out loud. Aber vor allem sage ich Stopp, halt. But I especially say stop. Ja. Ich frage mich ja, was der Stopp halt, was das ist. I wonder what that is. Ich kann es mir natürlich vorstellen, aber. I can imagine, but. Wie kann ich damit umgehen? How can I deal with that? With the stop. Mit dem Stopp halt? It's great. Es ist großartig. It's great. Es ist toll. That's all we ever need to do. Das ist alles, was wir je tun müssen. Stop. Einfach stoppen. Because. Who you really are is stopped. Denn wer du wirklich bist, ist angehalten. It never moved. Hat sich nie bewegt. Every time we stop. Also jedes Mal, wo wir stoppen und anhalten, just here with ourselves. Sind wir einfach hier mit uns selbst. The mind is moving all the time. Der Verstand bewegt sich die ganze Zeit. This I is constantly in motion. Dieses Ich ist ständig in Bewegung. Every time you stop. Jedes Mal, wo du anhältst. Just in this eternal moment. Einfach in diesem ewigen Moment. You've always been here. Du warst schon immer hier. Ich dachte, das ist der Tropfen, der in den Ozean möchte. I thought it's the drop that wants to go to the ocean. Und hat Angst davor. And he's afraid of it. The ocean is stop. It's that which is stopped. Der Ozean ist das, was angehalten ist. It's alive, it's breathing, but it's not going anywhere. Er lebt, er atmet, aber er geht nirgendwo hin.
drop is like, like this false identity. Der Tropfen ist wie diese falsche Identität. Like, oh, I'm a drop. Hey, ich bin ein Tropfen. I'm a big drop, I'm a little drop. Ich bin ein großer Tropfen oder ich bin ein kleiner Tropfen. I'm a beautiful drop, oder ein schöner drop. Tropfen oder ein hässlicher Tropfen. Actually, we're only the ocean. In Wirklichkeit sind wir nur der Ozean. Mm. The form is nothing. Die Form ist nichts. We change form so often. Wir wechseln die Form so oft. Ja. Yeah. And each time we identify with this form, huh? Und jedes Mal identifizieren wir uns mit dieser Form. With this drop. Mit diesem Tropfen. Yeah. And we're comparing drops, yeah? Und wir vergleichen die Tropfen. My drop is better than your drop. Mein Tropfen ist besser als dein Tropfen. Yeah. I mean, this is cool, yeah? Das ist schon toll. Wir sind nur dieser Ozean. Ja. Mir ist, wo ich so über die Felder gegangen bin, ist mir das Lied also durch den Kopf gegangen von den Beatles. When I went through the fields, I remember this Beatles song. Nova Man. Nova Man. Ich finde, das ist Satsang, musikalischer Satsang in bester Form. This is musical Satsang in its best. He's a real Nova Man, sitting in his Nova Land, making all his Nova plans for nobody. Er ist ein Niemand, sitzt im Nirgendwo und macht keine Pläne für niemanden. That's my song. Das ist mein Lied. Es ist fantastisch. It's fantastic. Ja, es ist ein großer Segen für mich gewesen, dieses Retreat. This retreat was a great blessing for me. Hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu singen. It was great fun to sing here. Okay, I have two things to say. Ich möchte zwei Dinge sagen. One is that after lunch, we're going to have a party packing all this beautiful equipment. Das eine ist, dass wir hier nach dem Mittagessen eine Party haben werden, in der wir diese ganze wunderbare Ausrüstung einpacken. And carrying it out to the vans. Und sie raustragen zu den Vans. Anybody who wishes to join, you're totally welcome. Jeder, der möchte, kann sehr gerne dabei sein. Please don't carry any more than your body can handle. Be aware. Aber bitte trag nicht mehr, als euer Körper gut kann. Seid da bitte bewusst. Be aware of your body, be aware of the equipment, be aware of the room. Passt auf euren Körper auf, passt auf die Ausrüstung auf, passt auf den Raum auf. And have fun. Und habt Spaß. Und keep your mouth shut. Haltet den Mund. You know, this is a very, very special time. Wisst ihr, das ist jetzt eine ganz besondere Zeit eines Retreats. This is the time when the mind thinks, oh, now I can just shut my head off. Zu dieser Zeit denkt der Verstand, jetzt kann ich mir endlich das Gehirn rausquatschen. Now is my chance to say all the things I wanted to say all this time. Jetzt kann ich endlich alles sagen, was ich schon die ganze Zeit von mir geben wollte. No. Nein. No. Nein. Not time for that. Das ist nicht die richtige Zeit dafür. Just keep the stay in the retreat until you actually bring the whole retreat home with you. Bleib einfach im Retreat, bis du. Nein, nimm das Retreat mit dir nach Hause. Don't throw it away. Wirf es nicht weg. I mean, you paid good money for this. Don't throw it away. Du hast das ja gut bezahlt. Wirf es nicht weg. Yeah. Get all the value out of it. Nimm dir alles davon. Hol dir alles raus.
And people report to me over and over again how they follow my instructions. They take the retreat home with them and it lasts for another week or two. Und die Leute berichten mir immer wieder, dass sie meinen Vorschlag angenommen haben und das Retreat wirklich mit nach Hause genommen haben und dann ging das noch ein, zwei Wochen lang weiter. This is really good. Das ist wirklich gut. Thank you for sharing with me. Vielen Dank, dass ihr mit mir wart. Seid.